Hallo, und da sind wir wieder mit unserer lustigen Dreiergruppe hier. Der Raiko, der Toffi und ich. Hallo. Nennt sich der Esel Hallo. Nicht immer zuerst? Ja, ich habe den Raiko als erstes genannt. Sure, kann sein. Hey, das finde ich nicht gut. Du warst der passende Esel. Und jetzt sind wir auch wieder grün hier, also die Teammates. Das heißt, wir können jetzt Richtung Toffi fliegen. Toffi. Jetzt fliege ich hier in eure Richtung. Und dann machen wir mal so. Ja, danke. Und treffen sogar ins Blaue. Okay, Danke. Wie viel? Ja, das siehst du doch. Du trudelst. Ja, das war's. Ende. Was bin ich für ein geiler Schütze? Wer hätte das gedacht? Du kannst das Video angucken. Es war wirklich so mal ins Blaue geschossen. Ja, danke. Boah, wenn ich die Gegner so treffen würde, wie ich dich getroffen habe. Ich glaub's aber selber. Habt ihr euch jetzt gegenseitig abgeschossen? Nee, der fliegt noch. Fliegt noch ein bisschen Tape. Ich glaube, er fliegt noch besser als vorher. Okay. Ja, siehst du, macht er direkt den Kill oder auch nicht. Nein, hab ich nicht. Fliegt dann den Gegner vorbei. Ich geh mal meinem Hobby nach, hier oben so Bomber und Jäger jagen. Das ist dein Hobby? Ja, das machen ja immer so viele aus meinem Team, deshalb mache ich das so ungern. Weil das so wenige machen, muss ich das halt leider immer machen. Typhoon von vorne ist immer scheiße. Jack von hinten ist immer scheiße, aber nee, die. Hause weg, Toffi, Hause weg! Ist er weg? Ja, ich hab krieg dauernd nur Abschlusshilfen hier. Ja. Guck mal, dass du irgendwie. Auf was hast du denn deinen Konvergenzpunkt gestellt und alles? Das 400, ist ja. Da stellt man was um. Ja, 400 ist eigentlich. Ich hab 500, aber. Und guck mal, dass du irgendwie mit Schwung weiter hinterm Gegner kommst. Ich glaube, das kann echt helfen. Der Raiko hat mir das so alles beigebracht und das klappt. Genau. Einzelfeuer, also auch kein Dauerfeuer und. Gleich so Probleme haben ja die Leute hinter mir. Ja. Heiko, kriegst du da oben die Jack? Wie meinst du? Alles im Griff hier oben. Ah. Boah. Okay, das war's mit der Manövrierfähigkeit. Wir sind etwas, wie sagt man? Löchrig. Ja. Ohne Flügel fliegt sich besser. Ist die Luft da unten so? Ja, ist voll gut. 2, 4. Ja, war ja nur 5 Maschinen, die da auf mich eingeprügelt haben. Dann geht das ja noch. Pilot ausgeschaltet. Während ich den Boden geküsst habe, kam die Nachricht. Habe ich auch zum ersten Mal gesehen. Schön. Ja, ist doch toll. Ja, sicher ist ja der Pilot ausgeschaltet, wenn du frontal ohne Flügel mit 500 km/h auf den Boden prallst. Ja, wer weiß. Nein. Außer du fliegst einen Russen. Da steigst du dann noch aus. Ein bisschen Spucke, sagst du, und dann... Ja. Der Toffi sagte mal, ich soll ein bisschen Tape rummachen, wenn ich Löcher habe. Nein, kaum. Er will nicht sterben hier, ne, der kleine Penner. Er will nicht sterben. Die I-16, ne? Oh. Gut, hat mich die I-16 abgeholt. Boah, hab ich auch richtig schön schlecht geschossen.
Oh, hier sind Spanier drin. Ja, ich wollte gerade sagen, hier im Chat, ne? Hätte ich antworten können. Ja, klasse, dreht die auch noch rechtzeitig ab, ey. So. Schnauze voll hier mit dem Jäger. Irgendwas ist hinter mir. Puh, ruhig ist geworden. Irgendeiner von euch wird mir da wohl auch ein bisschen den Arsch gerettet haben. Wahrscheinlich der Toffi. Ja. Oh, jetzt habe ich aber wieder was hinter mir. Mach mal weg. Ich kümmere mich um die Sippe hier oben. Wie immer. Oh, Toffi, flieg Manöver. Du hast eine Jacke hinter dir. Das. Hab ich mehr. Da ist nichts mehr für Manöver. Oh, ich kann sogar noch landen. Vielleicht. Mal gucken. Und? Das wird. Hey, du hast eine Abschusshilfe gekriegt, als ich abgeschmiert bin. Hä? Ja. Klingt verdächtig. Ganz verdächtig. Ich hab den nicht abgeschossen. Da kriegst du auch keine Abschusshilfe für. Ja. Na Leute, geht hier noch was? Kann ich hier irgendwie den Dauerfeuer hinter mir standhalten und wenigstens noch hier den Penner mitnehmen? Nein. Nicht wirklich. Da schlecht gezielt. Was treibt ihr so? Mich auf Gegner stürzen. Und der Toffifee tut so, als wäre er Spanier, oder was? Nicht wirklich. Also kann ich auch hier. Tengo una bicicleta roja. Ja, sicher. So! Aber ich glaube, Bicicleta ist falsch. Ist mir egal. Ich hab, ich schreib Dialekt. Das ist mehr als Dialekt. Sei nicht frech, sonst schieße ich dich wieder ab. Ich brenn schon. Das war ich aber nicht. Oh. Hätte jetzt fast auf uns mal. Der Reiko chillt aber über den Wolken, oder? Der macht da nicht wirklich was, glaube ich. Naja. Ich bin ja auch nicht suizidgefährdet, wie ihr. Suizid, Junge! Alles! Ja. Ihr fliegt ja einfach so planlos mitten durch den Schwarm da durch. Erstmal stimmt das nicht. Einfach Dauerfeuer und es passiert. Nee, Dauerfeuer ja eben nicht, um Gottes Willen. Anstatt nur dabei, oder wie? Mittendrin anstatt nur dabei, genau. Ich versuche jetzt mal hier meinen Anflug durch die Meute. Der Galaletto, hätte ich das gesagt, hat die ja geantwortet. Keine Ahnung, aber keine Zeit, um jetzt mit irgendwelchen verkackten Spaniern da irgendwie zu schreiben. Okay. Sind nett. Kann gut essen, Paella. Alles
Kriegst du eine Jagd da nicht, oder was? Nee. Die zappelt so eklig rum, ne? Das kann doch nicht normal sein. Ja, und irgendeiner schießt dran vorbei. Ja, ne, ich hab getroffen. Ich sag doch, Dauerfeuer hilft. Ey, treffen tue ich's auch hin und wieder, aber... Ja, ach, ich mach mal alleine hier, hab keinen Bock mehr auf den Scheiß. Jetzt geht wieder das Gezappel los hier, ey. Links, ja, rechts, schlimm, ne? Und links, ach, ekelhaft, ey. Und irgendwas ist hinter mir. Ja. B36 Hawk, aber ich glaube, die kriege ich nicht mehr. Oder? Nee. Ich habe das schon von irgendwo. Zack! Ja, du hast drei Mann. Ach, dann war es eine La. Ja, die La war neu. Weißt du, wenn du so Wingmans hast, ne, wie den Toffin, ne, dann brauchst du echt keine Gegner mehr. Ey. Unglaublich. Wer hat denn auf wem geschossen, bitte? Das war, ja, ich habe aber getroffen. Ja, mich? Ich habe aber getroffen! Ja, mich? Wenn ich dich treffen soll, musst du nur sagen, also ist kein Problem. Nee, ich habe nicht so viel Geld wie du. Ey, mach ich mir ehrlich gesagt, ich mache immer noch Plus, auch wenn ich dich abschieße. Also du darfst ruhig auf, du hast die offizielle Genehmigung auf mich zu schießen. Da mache ich mir echt gar keine Sorgen, ne? Das ist gemein. Toffi ist ein guter. Sag sowas nicht, Heiko. Ja, ich. Ach, ich hab Heiko, gar nichts vielleicht gesagt. Boah. Was macht denn der Beauty Fighter da? Ein Beauty Fighter? Ein Beauty Fighter. Den wollte ich mir erst als Modell holen. Vorbei. Wir müssen jetzt versuchen, noch ein paar Kills zu holen, weil die. Ja, hier unten die Jacke, guck mal, die ist ganz alleine. Okay, hier ist so ein Beauty Fighter, wie er so schön sagt. Beauty Fighter, ne? Das ist cool. Der ist hinne. Ja, endlich habe ich mal einen Kill gemacht. Der Toffi hat ihn gemacht, der Logo. Und wir haben alle Teamwork bekommen. Und Sieg! Und Kampfmaschine, mein Freund, du. Sieg! Kampfmaschine. Ich bin ja so böse. Ja, jetzt muss ich mir mal einfallen lassen hier, ne? Jetzt ist der zweite Tagessieg hintereinander und, Ja, aber mit der falschen Nation. Nee, ich habe die Deutschen genommen, mit denen brauchte ich ja den Sieg noch. Ja, ich nicht. Ja, das ist natürlich... Jetzt musst du nochmal streamen, also mit anderen Worten. Wie heißt das? Unklug, ne? So, wir haben sogar was freigeschaltet, die FW190A4. Oh, sehr schönes Ding. Ehrlich? Ja. Ach, die fliege ich auch, damit habe ich ja die 20 Kills gemacht, habe ich ja eben auch wieder 10 oder 11 gemacht. Hm. Das göttliche Teil. Völlig ausgebaut ist sie natürlich erst richtig gut, aber da geht schon was mit, das sage ich dir. Ah, bis dahin ist ja noch... Ist halt wieder so ein Boom-and-Zoom-Fighter, ne? Ja, ja. Auf dem Level 420er, da geht schon was weg. Haben die das hier... Tagessiege. Wählen sie ein Forschungsziel aus, hä? Haben die da was geändert? Irgendwie bin ich irritiert. Weiß nicht. Ich weiß nicht. Aha, Forschung. Aber hier kann ich keine Forschung machen. Komisch. Guck mal, den haben wir auch noch nicht. Du musst wieder alle Tagessiege machen. Was? Ja. Oh ja, die Briten sind wieder frei. Ja geil, dann kann ich ja wieder direkt Briten machen. Also Leute, in der nächsten Folge seht ihr, wie wir den Tagessieg nochmal machen. Und zwar mit den Briten diesmal. Sagt schön Tschüss. Tschüss.